Zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und wir spielen heute den Vespucci Job mit dem lieben Fetzi 3000, auch bekannt unter Officer Andreas, und wir entmuten ihn mal. So. So. Andreas? Okay, vielleicht macht das ja an, Modi gerade. Nee, nee, nee. Okay, dann fahren wir vor dem Wecker. Nein! Warum driftet die Scheiße so? Nee, 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 der hat mir gleich. Ui, das war knapp. Gibt's ja nicht. Wie er die Sirene auch hat. Das scheiß Auto. Warum hat das so eine Mülllenkung? Mülllenkung. Müll, 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 Müll. Er fährt einfach dann im vorbei. Super. Geil. Ernsthaft, jetzt ist Stick da drin. Ja, ich passt da durch. Hoffentlich passt er nicht durch. Doch, der passt da durch. Scheiße. Scheiße, der passt da durch. Was ist das? Was ist das für ein Auto? Es driftet einfach überall. Müll, 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 Auto. Das ist ein sehr fix Auto, das kann gar nichts. Das kann gar nichts, so ein Schrott, ey. Das kann nicht mal lenken. Das ist das Einzige, was ist, was geil wäre, dass es könnte, kann es nicht. Oh. Müllfahrzeug. Echt. Ah, oh, 9 von 15 Kontrollpunkte habe ich schon. Na, usch! Ja, ich weiß, wie das gemacht haben. Ich weiß schon, wie sie das gemacht haben. Das wird der Andreas herausfinden, bei dem mal spielen, dass er es nachfahren kann. Aber das ist einfach ein stinknormales Rennen. Ich hab mal Zeit. Warum driftet das grundlos, dieses Fahrzeug? So ein Schrottfahrzeug, ey. Wer hat sowas gebaut oder erfunden oder was ich wollte? Danke für den Boost, Andreas. Er fährt einfach direkt da. Ne, super. Ne, mich stört nicht, ne? Oh, der Sound in im Tunnel. Das geht sehr knapp. Könnte knapp werden. Wird's auch. Ach, der ist da unten, der Kontrollpunkt. Leck! Ja, ich schaff's nicht mehr. Ernsthaft jetzt. Ja, 5, 4, 3, 2, 1. Nee, aber 14 Kontrollpunkte von 15.
so. Man muss da alle haben, aber das schafft man ja nie alle. Und das schaffst du ja nie alle. Da musst du ja richtig schnell sein. Muss ja richtig fast sein. Alter Schwede. Da war der da unten. Da hätte ich zuerst gleich irgendwie den mitnehmen müssen. Ich hab die ganze Zeit nicht gesprochen. Ja, warte. Oh, da muss man ja richtig schnell sein. Okay. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich bin sowas von kacke stumm gewesen. Die ganze Zeit. Und ich fahr und fahr und dreh die. Yay! Ach so, nur weil es kacke stumm gewesen ist. Oh, mein Polizei hat noch keinen Kratzer. Also geil. Mein Ford. Der Ford. Kann man driften? Ich muss sagen, fürs Driften sind die Polizei hat das eigentlich richtig geil. Das Auto fährt sich in Müll. Ja, ich weiß, gell. Das driftet einfach, obwohl man nicht driften will. Und ich weiß schon, wie man das baut einfach. Das ist einfach das ein ist normales Rennen. Nein. No. Doch. Ein normales Rennen, wo man einfach die Kontrolle. Hä? Du hast keine Wegpunkte. Ich schau. Das ist irgendwas anderes. Ja, was soll denn sonst sein? Passt du nicht? Ich hab durchpasst. Ja. Weil du besser fährst. Bist ja doppelt so hohes Level wie. Auch wenn du jetzt gefühlt ein Jahrhundert kein GTA gespielt hast. Super Fahrer, ne? Ich würde mit dem Auto. Aber es hat auch keine Panzerung, ne? Bin eh wieder der Verlierer. Really? Jetzt wäre es gescheit gewesen, wenn du von vorne gekommen wärst. Ja, aber ich kann ja nicht von vorne kommen, ich weiß nicht, wo du fahrst. Es ist einfach wie so ein Fußball. Ich fahre da. Ja, grundlos fahre ich einfach an der Stange. Jetzt weißt du, wie ich mich gefühlt habe, als ich gefahren bin. Tokyo Drift incoming. Wie soll ich denn das jetzt noch schaffen, Junge? Ja, ich hab's ja auch nicht geschafft. Ich hab 14 von 15 gehabt. Aber der letzte, der war unten auf der anderen Seite. Der war unten und ich war oben auf der Autobahn auffahrt. Und das war gefühlt ein Jahrhundert unten. Das hätte ich niemals mehr geschafft. Hab ich probiert, aber. Der hätte ich schon gerne, oder? Ja, überhaupt im Tunnel, gell? Mhm. Hab ich auch zu meiner Zuschauer gesagt, ne? Ja, ich hab's okay. Du bist doch ein Idiot! Warum fährst du da? Warum drehst du um? Bist du doof? Du bist komplett doof! Warum du hättest nicht mal umdrehen brauchen? Okay, warte, das schaff ich, oder? Doch, ich bin der Gewinner. Ja, safe. Ich schaff's nicht mehr. Das packt nicht mehr, oder? Nee. Nein, das ist jetzt noch. Nein, das schaff ich nicht. Wenn du das schaffst, der Legende. Ich hab's nicht geschafft. Das schaffst du. Nein! Ich hab mich auf die Seite gelegt. Ach komm. Ich war so kurz davor. Die Polizei gewinnt immer. Leider. Leider, ja.
Naja, dann ist ja fair. Oder wie viele Runden sind denn da? Vier. Okay. Ja, da war ja immer die Polizei gewonnen, da war es ganz fair, ne? Das wird das wirklich heißen, Tokyo Drift. Diese Mission. So, jetzt rasiere ich dich in Grund und Boden. Das Problem ist, das Polizeiauto ist einfach so fett und das kleine Auto, das passt ja überall durch. Findest jeden Parkplatz. Ja, es ist so. Sehr gut, da kann man mal streifen, ey. Ja, und dann findest du einen Rasen. Alter, ich will doch gar nicht driften. Was ist mit der Scheißwichse, Alter? Der driftet einfach immer, wenn ich nicht driften will. Und wenn ich driften will, dann driftet er nicht. Ah, da ist ja wer, ja, wer ist denn? Das ist halt dieses Fahrzeug. Alter, ich will doch gar nicht driften. Nee, nein. Nee, ich will nicht driften. Nein. Nicht meine Absicht. Alla, da musst du richtig voll aufpassen bei dem Auto, dass du nicht wegdriftest. Das Polizeiauto schon besser, aber. Beim Polizeiauto, mit dem kann man absichtlich gut driften und nicht absichtlich schlecht driften. Was das jetzt schon wieder war, was ich da zusammengelaut habe, ich weiß es nicht. Aber ich muss jetzt auch los und vor der Polizei flüchten. Bruder, ich muss los. Ich glaube, das mal schon viel. Das kommt gut werden. Links, rechts, links, rechts. Ah! Es ist verwinkelt da. Hilfe! Siehst du mich eigentlich auf der Karte? Ja. Okay, ja. Das ist aber schlecht. Man müsste eigentlich das Radar ausmachen. Ja, aber dann war es glaube ich zu schwach. Gib doch Gas! Dann ist wieder komplett am Arsch bei dem Fahrzeug. Ach schau, die hätte so gern durch das Glanzloch durchgeschaut. Wenn du das safe durchpasst. Was? Ich fahr wieder an die Scheißlatter da, Alter. Schon fahr nur ich. Das ist so ein kleiner Bereich, wo man anfangen kann, genau dort fahren. Die Stück kenne ich auch, oder? Die kenne ich vor der Mission Bogdan. Au! Diesen Parkplatz. Den kenne ich aus Bogdan. Kennst du Bogdan? Ja. Du kennst Bogdan? Nix kennen, Bogdan. Nix gut. Nix. Aber mir fällt gerade auf, das Punkte, was man abholen muss, ist spawnen auch immer woanders. Junge. War das knapp. Nein! Wenn ich schaff's, wird's knapp. Wenn ich's nicht schaff, dann schaff ich nicht. Doch, du schaffst das. Nee, niemals schaff ich. Alter, die Beschleunigung ist am Arsch! Warum ist diese Beschleunigung so Müll? Da geht gar nichts! Und in den Kurven, wenn du mal beschleunigt hast und du in der Kurve fährst, du fliegst direkt aus der Kurve. Nein! Nein! Ja! Nein! Ja! Nein! Ja! 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 Jetzt stellst du schon, wenn du jetzt noch einen gewinnst, dann ist es 2-2. Und wenn du verlierst. Hey, was ist, wenn du verlierst? Hast du gewonnen? Ja, ich hab sowieso gewonnen, oder? Das gibt's doch nicht. Was? Weiß ich nicht, was? Höfer. Ich bin damals so 22. Komm, jetzt kommt die Bullerei. Ratatatadam. Oh, geiler war's mit diesem Bravado Gauntlet vom FIP. Und mit dem Käfer. das ich war's. Liebe den Käfer. Hey, das können wir machen. Ja, aber das ist halt kein ganz normales Rennen. Ja, aber ich habe ja das so ein ähnliches schon gemacht. Weißt du, wie ich es gemacht habe einfach? Ich habe einfach das Päckchen, was die Bösen anholen müssen, das Ding. Also, ich habe einfach so ein Capture gemacht. Wo bei den einen Team, das ist direkt, gespawnt. Da ist direkt der Koffer daneben. Die sammeln den einen, die Polizei muss ihn verfolgen und denen den Koffer wegnehmen. Ja, das ist, kann man ja das nächste Mal. Und da haben die Gegner, die Bösen haben einen Mercedes
Als Auto und die Guten haben zwei Polizeiautos, einen Polizeipanzerwagen, zwei FIB-Autos, einen FIB-Van. Und die Gegner haben halt drei Mercedes. Mercedes. Alter, ich komme da eh nicht nach, ne? Und Autofahren kann ich auch nicht, ne? Das wissen wir schon. Aber Panzer. Das brauchst du uns nicht sagen. Ah, wie doof muss man sein, dass man das nicht schafft. Sehr. Aber ich habe noch nicht gewusst, dass in GTA so viele verwinkelte Flecken sind, ne? Seitdem wenn du vorbeifliegst. Ja, da ist wieder eine Wand. Leck. Ich bin halt so ein guter Autofahrer. Kannst nichts gegen mich sagen. Yep. Aber diesmal schaffst du das safer. Obwohl. Man weiß ja, wenn du es diesmal schaffst, dann habe ich doch verloren, oder? Nein. Ich verstehe, das ist. Ich kann einfach nicht mehr noch denken. Dann haben wir Gleichstand. Ja, und wenn du verlierst, dann bin ich im Überpunkt. Dann kann ich nicht mehr gewinnen. Aber diesmal fahre ich eigentlich ohne Überdreher. Das so gut wie. Digga, mein Motor einfach so. Einfach 100 Sekunden nehmen. Jawohl! Oh, ja, das sollte man vielleicht nicht mitnehmen. Ach, ich habe das Blaulicht gar nicht angeschalten. Gar nicht. Aber das Geile ist, du kannst Vollgas in die Kurven fahren. Mit dem Polizei, du kannst Vollgas in die Kurven fahren. Was ich gesehen, ich bin Vollgas in den Zaun rein. Und immer noch zu blöd für die engen Gassen. Da spielt ihr Tokyo Drift. Tokyo Drift, Bruder. Das schaffe ich niemals. Obwohl doch, es ist scharf. Nicht schlecht. Es ist schon mal so schlecht. Was? Nein! Na, was wird das? Ich kann auch. Tokyo Drift oder was? Komm! 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 Dann machst du jetzt den Fehler, den ich vorher gemacht habe. Nein! Ja! Du machst den Fehler, was ich vorher gemacht habe! Nein! Doch, du machst den Fehler. Ich schaffe es trotzdem! Komm! Yes! Ich. Oh nee. Ich bin einfach zerstückelt. Schaffst du es, oder? Ja. Perfekt. Wie viel steht also, das war nicht scheiße von mir. Es steht 2-2. Das heißt, noch eine Runde müsste noch kommen. Ja. Spiel mal 5 Runden. Sag ich ja, ich fahr dich in Grund und Boden. Wann's meinst? Gut, im Gegensatz zu dem Kiefer-Auto bist du eigentlich ja smart. Oh, das war echt nicht scheiße von mir. Ich hab mir einmal ein, zweimal übertraut. Das ist gute Leistung. Also du bist jetzt in Führung, gell? Ja. Nein, wir sind Gleichstand. Ja, dann müssten wir aber schon 4 Runden gefahren sein. Ja, wir sind schon 4 Runden, es ist jetzt die 5. Ja, ich dachte, es sind 4. Weil's, ja, aber es ist Gleichstand. Ach so, deswegen gibt's noch einer. Nein! Oh, wie gerne hätte ich die. Alter, ich bremse und der driftet schon wieder. Ich hab nur gebremst. Und wenn du bremst, dann. Diesmal habe ich nicht gebremst und er hat gedriftet. Ein Müllfahrzeug. Wer kauft sich sowas? Aber das gibt's ja auch in der Arena World Edition, gell? Mhm. Da ist nicht so schlecht. Angeblich. Vor allem, ich will einmal, gell, wollte ja in das Arena World Auto so einsteigen. Aber das Ding ist, ich bin einfach in den Stacheln reingerannt beim Einsteigen. Muss da schon. Das ist. Ja, ich
schaffst nicht mal durch die größte Lücke mit dem fetten Fahrzeug. Fett auf jeden Fall. Aber ich schaff's, ich hab's einfach wieder nicht geschafft. Ich bin manchmal echt zu doof. Oder ich fahr zu unüberlegt und zu schlecht. Beides. Ach komm, als ob du hier lang fährst. Nee, das schaffst du doch nicht. Was für ein Müllfahrzeug. Hä, wo, was tust du denn? Ich fahr einfach irgendwo hin. Was tust du? Ach, du bist einfach irgendwo hin. Du bist einfach da? Okay, bei mir leckt gerade die Sau. Ha? Aber ich fahr. Bei mir leckt gerade? Ja, das kann sein, bei meiner Bambusleitung. Ich hab sie in meiner Zukunft. Das ist einfach Müll. Ich kann einfach gar nicht mehr streamen. Da geht gar nichts, wenn ich streame. Aber ich schaff's definitiv. Nee, nicht driften. Wir sind hier nicht in Tokyo Drift. Doch. Nein. Obwohl das könnte knapp werden. Ich hatte 2 Minuten bei 8 Checkpoints. Alani, warum rammst du mich denn? Ernsthaft? Scheiße. Mann. Warum rammt man Leute? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, dann musst du die amerikanischen Cops fragen. Das stimmt, das machen die Amerikaner wirklich immer, die Österreicher machen es gar nicht. Die mögen ihre bei denen sind ihre VWs heilig. Aber mit einer echt, eigentlich traurig, dass wir VWs bei der Polizei haben. Traurig. Die Deutschen nein, haben ihre BMW und Ford. Und was, mit was wir tun wir mit BMW. VW? Ha? Wir haben BMW. Wo hätten wir BMW jetzt? Zivilstrafe. Zivil. Ja, ich sag mal VW. Zivil haben wir auch VW. Du hast gerade den gleichen Fehler gemacht wie. Oh, du bist besser der V-Kämmer. Welchen Fehler? Ja, ich schaffe. Ja, du hast unter. Ja, warum? Ich habe nicht rauf müssen. Nein! Luca! Locker Flocke gegen den Sieg! Jawohl! Jawohl! Gott sei Dank noch eine Runde! Gott sei Dank noch eine Runde! Hä, hey, warum noch eine Runde jetzt? Oh. Weiß ich nicht, aber Gott sei Dank! Sehr froh! Mehr was? Geld? Ja! 5000 oder waren jetzt die Runde insgesamt? Aber ein Capture kriegt man bis zu 30k! Das geht schon. Mhm. Auf zu zweiter Capture und 30k kriegen. Das geht. Gönn ich mir, ne? Gönn ich. G steht für gönnen, ne? Aber jetzt bin ich gespannt, ich hoffe, ich nehme überhaupt aus. Hä, hey, noch eine Runde? Mhm. Warum noch eine jetzt? Hä? Warum? Warum? Wie oft noch? Warum? 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 Ich frag dich, warum machst du das? Ich hab 4 Runden gestellt. Ja, das ist jetzt schon die 6. Ich bin ja, glaube ich, auch nicht doof, oder? Zählen kann ich schon noch. Aber nicht fahren. Ja. Aber nicht fahren. Das kann ich nicht. Oder ich brauche das richtige Auto, dann geht's vielleicht. Mit Ruina kann ich richtig gut fahren, mit Ruina. Der ist halt auch richtig ich geil, kann ne? Mit dem Käfer gut fahren. Mit dem Käfer, Alter. Ey, ich erwisch immer diese scheiß Kante. Du alles blöd, ne? Warum habe ich wieder das Blaulicht nicht an? Ich fahr! Da ist kilometerweit nix, nur in der Mitte eine kleine Schlange. Genau das war ich. Das ist immer so bei mir. Immer, immer. Ganz kurz, fahren muss gelernt sein. Ja, Führerschein habe ich auch nicht. Also.
Jetzt bin ich aber auf, habe ich jetzt voll Beschleunigung drauf. Und das Geile ist, mit dem Auto kannst du voll Gas in Kurven fahren. Was machst du? Probieren zu fahren. Gibt's das bei dir überhaupt? Ja, ich kann es mal probieren, ne? Warum fühlt der da so und ich fahr da gegen? Ja, das schafft ja locker, oder? Locker, flockig. Nee. So. Ja, ich fahr wieder an! Ja, ich bin so ein Idiot. Ich kann nicht Auto fahren, ne? Aber ich meine, die normalen GTA-Polizisten können ja auch nicht Auto fahren, also brauche ich mir nichts draus machen. Können ja die normalen Bullen auch nicht, ne? Muss ich auch nicht können, oder? Ja, ich fahre in die Baustelle rein, ne? Das schaffe ich niemals. Doch, locker schaffe ich. Locker, wenn ich auf die Zeit schon, locker. Ich hatte auch letztens noch so viel Zeit. Mein Auto ist komplett hin. Das explodiert eh klar. Meins hat fast keine Kraft, sondern. Ja, meins explodiert klar. Schon komplett zerstört. Das tut eh schon. Kommt da eh wieder nicht durch. Komm! Ja, das schaffst du locker. Du hast noch 36 Sekunden Zeit. Locker schaffst du das, locker. Vor allem, ich hab dich kein einziges Mal gerammt. Nein! Ach komm, die scheiß Laterne, komm! Ja! Ja! Yes! Noch eine Runde? Really jetzt? Das ist ein scheiß Ernst? Ja, jetzt habe ich verloren, oder? Na, noch eine Runde. Was? Weil es jetzt wieder Gleichstand steht. Hä? Wie lange geht das jetzt noch? Weiß ich nicht, aber es ist echt cool, wenn es länger geht. Naja, für meine Mama nicht, die regt sich schon die ganze Zeit auf. Ich sag mal die Runde noch und dann. Aber ich müsste vorbei sein. Wenn ich jetzt nochmal gewinne. Wenn ich jetzt nochmal gewinne, glaube ich. Ja. Ja. Ne? Was? Jetzt bin ich gespannt, wer jetzt. Wer jetzt gewinnt, der. Der gewinnt safe Olas. Jupp. Was immer gleich schon steht. Aber am Anfang habe ich als Polizist, haben beide Polizisten gewonnen. Und dann haben die Polizisten immer verloren, ne? Aber die Spawnpunkte für die Checkpoints sind immer woanders. Alter! Ja! Nein! Ja, nein! Ja, aber nein! Aber das hat dir Zeit gekostet! Naja. Karre, ey. Danke für den Boost. Und ich fahr natürlich wieder an. Jo, das kannst du. Du auch. Gib Gas, gib Gas, 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 Gas. Ja, und ich fahr an der Einschaltungsstelle wie immer wieder an. Na, es ist so. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich rechne mit allem, aber nicht mit dem. Ach komm, als ob ich dich nicht getroffen habe. Ich war wieder genau da, wo ich letztes Mal auch gefahren bin. Warum ist der Checkpoint hier? Jetzt diesmal um die Ecke. Nein! Ah! Nein! Das ist super Fahrer, ey. Probst gehen raus, ne? Ach, halt doch die Fotze. Nee,
Das war glaub Post. Post war er da, war er da mal aus der Kontrolle gekommen. Aber Post. Der kommt da leicht aus der Kontrolle, das war. War wieder komplett unnötig, Alter. Komm, ich beschleunige was nicht mehr sein. Naja, komm rum! Scheiße! Ich rechne so, dass du kommst, da fahr ich. Oh Scheiße! Ein taktisches Farm. Ja, das probiere ich auch immer, aber schaffen tue ich es nicht. Du musst die Kurven eher mehr schneiden als perfekt. Ja, da fahre ich an, genauso wie jetzt. Das ist dein Ernst jetzt. Alter, auch die Beschleunigung von dem Cop-Car ist. Nein! Oh, das war nicht schlecht. Ich fahre nicht. Weißt du, es sind 2 Millimeter. Eine Minute Zeit, Alter. Eine ganze. Und ich komme natürlich wieder nicht um. Ich glaube, es kommt darauf an, welche Reihenfolge man von den Checkpoints nimmt. Ja. Ich glaube, auf das kommt es sehr an. Was man da zuerst nimmt. Und da musst du jetzt noch rein und dann hast du es. Ja, und ich fahre wieder an. Ich bin nicht besser. Ach komm. Mit aber meinem kleinen roten Match Auto. Match verliere, jetzt ist vorbei. 26.000. Was? Wie hast denn du gekriegt? 26.000. Ja, und ich 44. Ist eh nicht so viel mehr. Alter. Ist eh nicht so viel mehr. Ja, trotzdem. Über die Hälfte. Na jo. Aber ich würde sagen, das soll es von diesem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Und ciao.